Der biografische Hintergrund ist eigentlich derjenige, als ich Vater wurde, konnte ich natürlich nicht mehr jeden Tag im Flugzeug sitzen oder einmal die Woche immer verreisen. Und dann habe ich mir eben eine Arbeit gesucht, die hier vor Ort in der Gießerei zu machen ist, die mich beschäftigt. Und das ist eine Viertelstunde mit dem Fahrrad von hier. Und das ist eigentlich der biografische Hintergrund, diese Gießereiarbeit, die natürlich total quer zur Zeit war. Alle sind rumgeflitzt auf irgendwelche Biennalen. Seit Mitte der 90er Jahre ist das ja richtig boommäßig gekommen. Und ich war ihm dankbar und war auch immer fast der Einzige, der in der Gießerei selber die Vorlagen hergestellt hat. Die anderen bringen die Gipsdinger oder Holzdinger dahin und lassen es einfach nur abgießen. Aber ich habe da richtig gearbeitet. Und sind eben aus massivem Wachs, Schnüre, die aus einem Spezialwachs, die man biegen konnte, ohne dass die brechen, dann mit so einem Überzugswachs. Da konnte man auch reingreifen, ohne sich zu verbrennen. Ja. Und dann wurden die alle einzeln, nachdem die halbwegs kalt waren, nochmal in der großen Pfanne abgeschmolzen, damit somit die gerade waren. Und wenn so ein kleiner steht und ein Gleichgewicht hat, dann ist ein groß, haben die auch ein Gleichgewicht. Und das war eigentlich der Auslöser, die so groß zu machen. Und die sehen so aus wie von alleine gestaltet. Man hat nicht das Gefühl, da ist so viel Gestaltungswille dabei. Und dann hat sich gleich die Frauenserie angeschlossen, auch relativ flott, da wurden parallel noch ein paar Geister durchgegossen. Und die Tische und die Frauen? Ja, das war der Arbeitstisch, der da sowieso stand. Der war nur leicht modifiziert. Aber der eigentliche Grund war irgendwie keine Kunstgeschichte, sondern wirklich, ich wollte zu Hause bleiben und wollte was machen, was wirklich bleibt. Also mit Kindern denkt man ja anders. Dann denkt man wirklich ein bisschen solider. Die Sachen müssen schon bleiben. Kann man gut nachvollziehen. Bei manchen Künstlern kann man dann so sehen, wann werden die sesshaft und wann machen die Faxen immer noch. Und man kann auch bei manchen sehen, wann sie eine Professur kriegen und nicht. Ne? Es gibt ja auch. Wann werden sie dick, ja? Aber du hast dich immer um die akademischen Dinge darum gedrückt. Nee, ich habe es dem Richard übergeben hier in der Küche, seltsamerweise. Was übergeben? Im Januar kam ein Anruf von der Rosi Trockel, ich sollte mich doch bitte mal wieder bewerben. Nee, mache ich nicht, ich habe gar keine Zeit. Ich dachte, ja, die Düsseldorfer sind die Einzigen, die sich die Zeit nehmen dürfen. Ich glaube, weltweit dürfen die auch nur einen Montag kommen. Und dann saß der Kritschert gerade hier in der Küche. Er wollte erst nicht und dann hat der Toni wohl ihn dann überzeugt. Aber ich bin da nicht gut für das, mir zu verantwortungsvoll. In den letzten Jahren recycle ich natürlich viele Sachen, um den Kreis wieder zu schließen, damit das nicht so ganz desperat aussieht. Und naja, so. Es muss ja auch mir Spaß machen und nicht nur den anderen. Also nicht nur den anderen. Die Monokultur, das ist ja nichts. Leider ist es so. Die Markenzeichen, Künstler, die Label. Kunst, wo man ja, das sofort sich erziehen kann. Das hat sich ja parallel dazu entwickelt. Also als ich klein war, gab es eben nur zwei Turnschuhe, einen von Woolworths und einen von Adidas und dann war Schluss. Heute gibt es 500 verschiedene. Na, jedenfalls schraube ich nicht so viel an der Marke rum, sondern eher an den Sachen. Das muss man leider, muss man die Fähigkeit haben, immer 2-3 Jahre vorher zu wissen, was passiert. Also jetzt anhand dieser Münchner Ausstellung und in allen Interviews habe ich mich dann so festgelegt und gesagt, ich schreibe das hier alles nur mit, ich bin hier eigentlich nur Seismograf und
Ich weiß schon, was ich tue, aber ich schreibe das hier alles nur mit. Also mein Ego ist nicht so groß, dass ich mich an jeder Straßenecke pflastern müssen. Und die monolithischen oder monomanen Künstler waren eben die Lehrer, außer Richter vielleicht, der ab und zu mal. Aber der hat sein Feld ja auch nicht verlassen. Ne? Also hat ja auch keine Filme gemacht oder Drehbücher geschrieben. Keine Performance. Oder Bühnenbilder gemacht. Es gibt, glaube ich, eine Skulptur, eine oder zwei. Ja, diese Glassachen, da weiß ich aber nicht so genau, wieso er die eigentlich gemacht hat. Wie reagiert denn Thomas Schütte auf die augenblickliche Situation, auf diese Erschütterung der Weltwirtschaft, der Erschütterung dieser ganzen Zusammenhänge? Weil da gibt es ja so einen politischen Untergrund immer im Werk. Ja, weitermachen, ne? In kleinen, bescheidenen Formaten. Wie wird denn die seismografische Bewegung da ausschlagen? Ja, ich horche jeden Tag ausführlichst an der Matratze und höre auf die Signale und die heißen, ja, lass es mal lieber bleiben, mach mal lieber nix. Und wenn, dann mach es richtig, aber im Moment habe ich irgendwie meinen Teil jetzt getan. Das letzte Jahr eben diese Ausstellung da in München mit dem Buch dazu und so eine Großskulptur für eine Bank, was natürlich auch relativ riskant ist. Dem Mann im Matsch, glücklicherweise war der Vorstand sowas von liberal, die hat mich das einfach machen lassen. Und die haben mir heute wieder einen Brief geschickt und so haben sich bedankt, das wäre alles so prima. Ja, ich konnte es mir irgendwie 20 Jahre lang leisten, die Banken nicht ausstatten zu müssen oder die Versicherungskonzerne. Also ich habe ja ganz vieles auch nicht gemacht. Und so überlebt man, dass man die Fehler der anderen nicht unbedingt multipliziert und dann nochmal das macht, wo andere alle mit auf die Schnauze fallen. Das ist ja fast ein defensives Verhalten. Ja, ja, auch bei Ausstellungen sage ich, macht ihr die mal und ich greife erst ein, wenn es anfängt schief zu laufen. Ich ruhe mich im Moment aus. Warte, dass man von der Muse geküsst wird. Die schweren Jungs sind gemacht, ja, die schweren Damen auch. Die Geister sind beendet, die Frauen sind auch beendet vor 2 Jahren. Dann gab es mal noch so eine Episode mit so Wichten, da ist mir was kaputt gegangen in Keramik, dann konnten wir das dann gießen, so 12 so Bronzeköpfe. Dann habe ich noch ein bisschen mit Resteverwertung versucht, Zombies zu bauen, nämlich die Geister falsch rum wieder zusammenzuschweißen oder als Lager, in einer Lagerversion. Ja, im Moment ist warten. Das Werk ging ja, jetzt mal abgesehen von den Aquarellen, ging es ja in eine recht bildhauerische Richtung. Durch diese Wachsfiguren, das Gießen, das waren ja eher plastische Figuren. Ja, ja, es ist natürlich auch viel, viel gebastelt worden. Die sieht man nicht so häufig, diese Architektur, diese Spanplattentische mit den Architekturen drauf. Ich weiß nicht, wie viel ich gemacht habe, vielleicht 30. Und mittlerweile, jetzt nach 2 Jahren Bauzeit, ist dann mal eins fertig geworden von den One-Man-Houses. Und das, wo steht das? Das steht in Mittelfrankreich, am Oberlauf der Loire, in einem Privatgrundstück mit so einem Blick über den See und die sind jetzt gerade fertig und es wird wohl im September dann mal vorgestellt. Also als Wohnhaus ist das das? Ja, das ist mehr so ein großes Gartenhaus. Ne? Ja, ich will doch mal nachfragen zu dem Seismografen. Das hat ja fast was wie, ja, die Surrealisten würden sagen, so Écriture Automatique. So, da ist was und der Künstler reagiert nur, ist ein Medium. Im Gegenteil. Es gibt ja auch die Tagebuchschreiber oder die Stadtschreiber. Das ist ja auch, das fällt da ja auch drunter. Ja. Also diesen genialischen, es ist ja schon eigenartig, die Jugendkultur besteht ja zu 90% aus Surrealismus und die Hälfte der Erfolg dieser Medienkunst ist ja alles knallharter Surrealismus, einfach zum 100. Mal aufgekocht. Also ohne diese Jugendkultur wüsste den Damien Hirst gar nicht geben. Das sind ja alles so Vanitas-Geschichten, total einfältig eigentlich.
Nee, es gibt ja auch den Realismus und es gibt ja auch den ganz normalen Tagebuchschreiber. Ne? Das hat damit mit Automatismus nichts zu tun. Aber Ne? dieser Seismograph ist ja dann, das schlägt automatisch aus. Es ist Nee, das. nee, nee, ich weiß auch, automatisch. Das ist ja, der Mensch ist ja kein Automat, Ja. sondern das ist ein Deswegen ist Mensch, der Vergleich so ein das ist ein bisschen Mensch, der schief. mitschreibt. Ja. Ne? Ja. Und ist der Künstler Thomas Schütte sowas wie ein Medium? Nee, 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 nee. Es geht natürlich alles durch und es wäre schön, wenn es jeden Tag funktioniert, durch die Sinnesorgane, durch die Hand aufs Stück Papier mitzeichnen, was passiert. Ja, Seismograph müsste man mal nachgucken, was das eigentlich heißt. Ne? Nimmt die Erschütterungen durch das Ja, Erdbeben oder auch auf die und Langeweile. Ne? ja. Ja. Und dann Und ist ja die, die das. Richterskala. Ja, die nach oben offene Richterskala. Ja. Im Moment reagiere ich auf alles einfach nur mit einer unendlichen Erschöpfung und Müdigkeit, weil ich habe jetzt erstmal genug getan für ein halbes Jahr und warten, dass der Sommer doch vorbeigeht und dann gucken wir mal. Also das Nichtstun ist ja auch eine Aussage. Klingt so taoistisch. Nee, nee, gar nicht. Das ist Tue nichts und alles ist getan.